echtes Holz, echtes Metall. Wo gibt's denn sowas noch? Schwedische Fahrvergnügen. Dieses Auto ist echt ein Spannungsfaktor. Das muss man. Ich will das verschrieben haben gegen meine Hektik. Neuer Tag, neues Glück, neues Auto. Wieder hier in Berlin. Heute haben wir mal was ganz Interessantes. Heute wollen wir mal chinesische Hersteller in den Fokus nehmen. Und zwar gibt es ja so interessante Autofirmen wie zum Beispiel Chery oder Great Wall oder die Geely-Gruppe. Die Geely-Gruppe hat vor einiger Zeit einen richtigen Schnapp gemacht, weil die haben eigentlich den schwedischen Hersteller gekauft oder den schwedischen Hersteller mit der Marke Volvo. Und Volvo ist ja nun wirklich ganz unchinesisch. Und zum Glück ist die Firma auch so geblieben. Die Schweden machen inzwischen ein richtig geiles Business. Und ich glaube, das erste Auto, was wieder allen so richtig im Bewusstsein zurückgeführt hat, was sie überhaupt können, war der XC90. Und den habe ich euch heute mal mitgebracht. Da steht er nämlich. Wir haben hier ein Volvo XC90, aber nicht in irgendeiner Ausstattung, sondern in der Ausstattung T8. Heißt in diesem Fall ein Vierzylinder, was erstmal mager klingt, aber 320 PS von Hause aus plus Plug-in-Hybrid. Dieses Wort muss ich noch gewöhnen, wahrscheinlich müssen wir das öfters jetzt moderieren. Plug-in-Hybrid mit nochmal 80 PS obendrauf. Heißt, dieser doch etwas groß geratenes Auto wird mit 407 PS vorangetrieben, Maximalbetrieb. Das heißt, die Fuhre geht auch richtig zügig voran. Kann aber im Stadtverkehr auch ganz einfach rein elektrisch fahren. Also für das gute Gewissen. Ist ein wunderschön gezeichnetes Auto. Und warum ist er wunderschön gezeichnet? Weil es wieder mal eine Rochade gegeben hat. Und zwar hat Tesla den Chefdesigner von Volvo abgeworben. Daraufhin hat Volvo den Chefdesigner der VAG, also VW-Gruppe, genommen und hat den bei sich an Bord geholt. Und der hat dafür gesorgt, dass wir hier wirklich ein wunderschönes Auto haben. Optisch echt sehr geil. Erstmal ganz wichtig, ich möchte mal hier mit einem Missverständnis aufräumen. Das hier. Ja, das hier ist nicht das Zeichen für Männlichkeit, also der Kreis mit dem Pfeil nach oben, sondern lateinisch oder griechisch, das bin ich gar nicht so sicher, lateinisch oder griechisch, das Zeichen für Stahl oder Erz, für hart, Schwedenstahl. Ist wirklich auch ein bisschen wirklich Schwedenstahl, weil mit 2,4 Tonnen ist das Ding nicht gerade leicht. Also echt ein guter Koffer. Hier an der Seite haben wir die neuen, oder neu sind sie auch nicht, gibt es ja nun schon ein paar Jahre, Scheinwerfer. Auch hier ein mega geiler Name, geht gleich männlich weiter. Die heißen nämlich Thor's Hammer. Geiler Name, oder? Geil gelöst, Kurvenlicht, alles mit dabei. Automatische Fernlichtregulierung, also als man heutzutage braucht. Etwas größere Reifen drauf, in diesem Teil mit 20 Zoll. Und das erste, was hier gleich auffällt, ist vorne diese Klappe. Hier wird nicht getankt, sondern hier kommt. Komm mal raus hier. Hier kommt der Stecker rein für den Plug-in-Antrieb zum Aufladen. Das Auto lädt zwar selber auf bei der Fahrt, reicht aber nie, dass es komplett voll wird. Das heißt, wenn man zu Hause einen Stecker hat, das Ding einfach mit dranhängen und aufladen. Also, für euch nur kurze Information, wenn ihr das hier seht, T8, steht ja noch alles drauf. Inscription ist die Ausstattung, Twin Engine, also in diesem Fall ein Benziner und ein Plug-in-Hybrid. Jetzt habe ich es richtig gesagt, oder? Und AWD, All-Wheel Drive. In diesem Fall ganz witzig gewählt, weil der Benziner treibt nur die Vorderräder an und der E-Antrieb, also der hinten sitzt, nur die Hinterräder. Damit hat man sich die Kardanwelle gespart. Das hat wiederum dafür gesorgt, dass die Batterien, also die Akkus für diesem Auto, in der Mitte sitzen und ziemlich tief. Weil der Stein ja von Hause aus ziemlich hoch ist. Und da wäre es natürlich, weil er ziemlich hoch ist, natürlich das Riesenproblem, dass insgesamt das Gewicht mit so schweren Batterien immer weiter nach oben gehen würde, was schlecht fürs Fahrverhalten ist. In diesem Fall haben sie es ziemlich gut gelegt. Wie gesagt, die Kardanwelle konnten sie weglassen, die Batterien konnten sie so tief wie möglich, oder Akkus, so tief wie möglich im Auto positionieren, was dafür sorgt, dass das Ding ziemlich ausgewogenes Fahrverhalten hat. Und das werden wir auch gleich sehen. Übrigens geht schon beim Schlüssel los. Also schon über den Schlüssel. Hier, mit Bedienung an der Seite, drückst du nichts drauf, einfach nur Volvo. Schön gelöst. Gibt es natürlich in Ausstattung, weil ja dem entsprechenden Leder, wie du es innen drin hast. Top. So, jetzt sitzen wir hier drin. Was direkt auffällt, ist das hier. Alter, wer hat sich denn bitte das ausgedacht? Wie geil ist das denn? Ein Schaltknüppel aus Bleikristall. Kann man das sehen? Nachts beleuchtet, mehr geht nicht. Was mir echt sofort richtig ins Auge gestochen ist und mega gefällt an diesem Auto,
Ich habe mal durchgezählt, die sind noch knapp 8 Knöpfe. Der Rest machst du über den Touchpanel, der in diesem Fall hochkant steht. Wieder eine Ähnlichkeit zu Tesla. Aber du kannst alles super drüber bedienen, weil du hast hier unten immer die Mega-Anzeige. Oh, es ist warm heute, ne? Wir machen das Ding mal an. So, kannst hier unten mich ganz einfach Engine und auf Start. Und los geht's. Dadurch ist ein Plug-in-Hybrid, es fällt direkt auf. Hier springt erstmal nichts an. Das ist echt der Hammer. So, und hier kannst du die Modis einstellen. Also wenn du hier drauf gehst, Allradantrieb, also falls du wirklich mal auf deine Ranch fahren musst und hast du gar ein schlechtes Gelände, kannst du natürlich mit Allrad fahren. Ansonsten pure reines Eco-Fahren für den Stadtverkehr. Wenn man sagt, okay, ich habe das Ding jetzt aufgeladen, kommt ca. 45 Kilometer weit, fahre ich damit. Dann haben wir unten noch Power, sportliches Fahren, Offroad, also die ganz wilde Variante, und du kannst dich auch individuell einstellen, wenn du es möchtest. Auch hier wieder ein TFT-Display, sieht man hier vorne. Alle Anzeigen mit relevant drin. Lädt er gerade, lädt er nicht, was ist gerade hier Fakt? Also Navi wird auch eingeblendet, beziehungsweise du hast hier noch, wie gesagt, deine Geschwindigkeitsanzeige etc. Hier hast du noch ein bisschen Mickey Mouse Kiso, also Tempomat ist mit bei, ganz klassisch, so wie du es kennst. Inklusive automatisches Fahren, das heißt, was hat er gesagt, bis 200, ne? 130. Bis 130 fährt der vollautomatisch hinterher, biegt ab, bremst, hält Spur. Hier ist eine Anlage verbaut von Bauer & Wilkins, also den Premium-Hersteller aus England, was dafür sorgt, dass das Ding hier auch wirklich richtig schön scheppert drin. Und mit scheppert meine ich jetzt nicht negativ, sondern es ist wirklich glasklarer Klang, super. In der Mitte ein sogenannter Nautilus-Lautsprecher. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, da muss ich auch erstmal drauf kommen, habe ich das erste Mal gehört. Also der Lautsprecher strahlt auf die Scheibe ab und die Scheibe vibriert auf mich zurück. Das heißt praktisch, ich höre meine Soundausgabe ist komplett über die Frontfläche. Ey. Technik 3000. So, fahren wir mal los. Rollst du oder fährst du? Rollst du noch oder fährst du schon? Was mir auch wirklich sehr schön gefällt beim Fahren, das Auto hat sehr kommod. Es ist wirklich, wir hatten ja letztens den Golf R im Test, was natürlich so eine richtige Rabaukenbüchse ist. Das hier ist wirklich so entspanntes Fahren. Man sitzt hier so ein bisschen drinne und wenn es links und rechts Hubdeck macht, können wir mich nicht meinen, weil ich hier so abgekoppelt unterwegs bin mit diesem Auto. Der blanke Wahnsinn. Dieses Design findet man jetzt durchgehend wieder in den neuen V90, S90, im XC60, alles verbaut. Mit allen elektrischen Helferlein, die man hier dazu sagen kann. Es macht wirklich Spaß. So, jetzt hat man gemerkt, eben ist der Spritfresser mit dazugekommen. Also das wirklich Motörchen, muss man ja fast sagen. Eine 2-Liter-Maschine, Schichtaufladung habe ich schon gesagt. Das heißt, untenrum sorgt ein Kompressor für Leistung. Wenn genug Abgas anliegt, weil ein Turbo läuft ja immer Abgas, befeuert die kleine Schnüffelstück vorne, dass er dann losgeht. Und wenn genug Abgas anliegt, dann kommt der Turbo dazu. Und ich glaube, 320 PS sind so schon ausreichend. Und wie gesagt, in der Kombination, wenn der E-Antrieb noch mit drauf schaltet, geht die Fuhre echt ab wie Smeets Katze. Ne? So, gut, Stefan, lass mich jetzt erstmal ein bisschen fahren. Und dann überlegen wir, was wir hier noch so treiben könnten. Ne? Wir hatten gesagt, wir gucken uns mal die ganzen Assistenzsysteme in diesem Auto an. Das haben wir jetzt schön im Stand gemacht. Wenn wir jetzt hier aufs Display gucken, gehen wir... Oh, wird immer noch mal alles erklärt. Fahrerperformance. Hier sind wirklich alle Sachen noch mal erklärt, beziehungsweise aufgezeichnet, die man an- und zuschalten kann, die dieses Auto hat. Beim Head-Up-Display gibt es hier viel einzustellen. Der zeigt dir entweder die Richtung an oder die Geschwindigkeit oder das Verkehrszeichen, was gerade eingelesen wurde. Jetzt wird es interessant. Hier, Kamera. Du hast einmal dieses Around View, das heißt, du siehst das Auto von oben. Das natürlich, hilft natürlich beim Einparken optimal. Hier sieht man übrigens, wie Leute parken, die ich persönlich richtig gut leisten kann, nämlich genau zwischen zwei Parkplätzen. Du kannst übrigens jede Kamera einzeln ansteuern. Du kannst links aus dem Auto gucken. Du kannst rechts aus dem Auto gucken. Du kannst vorne raus gucken. Also können zum Beispiel die beiden Damen da vorne beobachten, ohne dass sie es mitkriegen. Macht man natürlich nicht, deshalb gehen wir sofort wieder raus. Und du kannst nach hinten gucken, wenn du irgendwas machen willst. Wo wir schon bei der Rückkamera sind, hier kann man zwei sehr geile Sachen einstellen. Einmal natürlich links, rechts die Linien, die einem erklären, bis dahin und nicht weiter. Oder man will eine Anhängerkupplung treffen. Ganz geile Geschichte. Das heißt, beim Randfahren triffst du die immer. Also ich denke mal, Volvo
XC90 ist auch das Auto für Leute, die vielleicht ein Pferd haben oder ein Boot oder so. Oder ein Rennmotorrad, was sie von A nach B bringen müssen. Und da ist sowas natürlich cool. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir unter diesen ganzen Sachen, die wir hier so drin haben, haben wir einmal natürlich das Center für die Anwendung, wo das Klangerlebnis hinterlegt ist. Da können wir jetzt zum Beispiel mal drauf gehen. Hier sieht man die Sachen, die halt gegen Telefon, also Medien, die zum Beispiel über das Handy laufen, also Spotify etc. Dann hast du einmal Studio, was eingestellt ist, individuell. Also hier kannst du praktisch einstellen, wie du von deinem Sound umdudelt werden willst. Oder du nimmst die Konzerthalle. Das ist sehr interessant. Und zwar wurde die Anlage in der Göteborg-Konzerthalle, also eine sehr renommierte in Schweden, abgestimmt. Was natürlich dafür sorgt, dass du hier drinnen einen perfekten Klang hast. So, Head-Up-Displays mit dabei, aktives Kurvenlicht hat dieses Auto. Verminderter Schutz heißt nichts anderes, wenn du zum Beispiel TÜV im Auto hast und da wauzt sie drinnen ein bisschen rum, dann lädt das die Alarmanlage nicht angeht. Also du kannst den Innenraum rausregeln. Distanzwarnung ist klar, Blindspot ist drinnen, Verkehrszeichenerkennung. Cross-Traffic-Alert finde ich persönlich eine sehr geile Geschichte. Und zwar der klassische, ich biege ab und übersehe ein Auto. Das Auto guckt also nicht nur nach vorne, was vor dir passiert, damit du niemanden reinrauscht, sondern guckt auch beim Abbiegen, wenn von links oder rechts was kommt und du fährst, ergibt ein Alarmsignal und stoppt notfalls selber. Geschwindigkeitsanpassung, das heißt, das Gerät erkennt auch, wenn du ein Schild hast, dass es automatisch die Zeit runterregelt, ne, auf das entsprechende Geschwindigkeit. Tempomat ist mitträgt und hier sind wir auch nicht hintergestiegen. Ich glaube, Batterie einfach erhalten oder Charge. Was passiert denn jetzt? Geht der Motor an? Ah, du kannst deine Batterie aufladen, indem du den Motor laufen lässt. Das ist natürlich ökologisch richtig sinnvoll. Was mir auch sehr gefällt, sind die Ausstattungspakete bei Volvo, also beziehungsweise auch genau bei diesem Modell, beim XC90 und bei V90, habe ich mir jetzt mal belesen. Weil es gibt eigentlich immer nur Momentum, ist schon mal ein geiler Name, das ist das Grundpaket. In dieser Ausstellung Momentum hat das Ding eigentlich schon alles, was das Herz des normalen Fahrers bedarf. Also du hast Xenon, Kurvenlicht, kannst Automatik wählen oder Schalter, aber Schalter macht keinen Sinn, weil die Automatik hier echt top funktioniert. Und darüber hast du zwei Pakete, das ist einmal Air Design für den sportlichen Fahrer, steht dem Ding echt gut, also gibt es zum Beispiel einen geilen Blauton, große Lufteinlässe, riesen Felgen drauf, wo du sagst, ich lege ein bisschen Wert drauf. So, und mit der 320 PS Maschine vermisst man auch nichts, das Ding geht dann richtig los. Oder du nimmst die andere Variante, das Inscription, wo wir jetzt gerade drin sitzen, wo alles so ein bisschen auf Luxus gebügelt ist. Also, wie schon gesagt, in diesem Fall mit Wurzelholz, dieses feine Leder dazu, was du in wirklich unwahrscheinlich viel Farbvarianten nehmen kannst, in sehr viel wunderschönen Brauntönen. Also, steht in Schweden auch, skandinavisches Design, sehr reduziert, also nichts Knalliges. Du kannst das Ding innen komplett beige durchtapiziert nehmen oder eben schwarz mit braun, 1000 Ausstattungsvarianten. Das Modell, wo wir hier drin sitzen, ich habe das mal raufgeguckt, kostet 104.000 Euro. Das ist echt ein guter Batzen Geld. Aber wer das anlegen will, hat auch wirklich, kriegt viel, viel Auto mit wunderschönen Design. Ne? Außen ist schon Schokolade, das ist das Innen wirklich Sahne, weil der Innenraum ist mit so viel Liebe gestaltet. Nur mal sind so die Kleinigkeiten. Nehmen wir zum Beispiel hier, man kann ja auch mal darauf hinweisen, dass Volvo den Sicherheitsgurt seit 1959 in seinen Autos verbaut. Also echt in Europa ein Vorreiter war, was das betrifft. Oder, gucken wir mal hier rüber, übrigens die Stühle, mega Hammer, super bequem. Ich finde auch somit das Highlight dieses Autos ist das Gestühl hier drin, da sitze ich mega bequem. Und damit auch jedem klar ist, wie toll das ist, haben sie auch noch mal netterweise die Schwedenfahne mit dran gemalt. Ich finde das so schön, oder? Hier, da ist sie. Genau, in der Ausstattung Inscription. Das heißt, eher die bequeme Variante, es gibt davon Sportstühle. Wer bei diesem Gestühl nicht seine richtige Sitzposition findet, ist ein Fall für einen Orthopäde. Also dann ist nicht das Auto dran schuld, sondern er selber. Das ist nämlich definitiv somit das Beste, wo ich je drinnen gesessen habe. Optisch wie auch vom Sitzen. Ne? Übrigens auch hier die schönen schmalen Kopfschützen. Das federt natürlich nach vorne beim Unfall, schützt nochmal separat. Das sorgt dafür, dass ihr den schönen Nacken nicht brichst. Und natürlich nur im T8 leider,
Bleiglas. Ich komm darüber nicht weg. Bleiglas. Wer kommt denn auf die Idee, aus Bleiglas einen Schaltknopf zu machen? Also auch in der zweiten Reihe sitzt man in diesem Auto mega bequem. Tolle Sitze. Hinten lassen sich übrigens in der Neigung noch ein bisschen verstellen. Also wenn man Gepäckraum aufgibt, hat man natürlich eine mega bequeme Sitzposition. Die obligatorische Mittelanlehne ist mit dabei. Getränkehalter ist mit dabei. Alles, was man braucht. Schön gemacht. Hier in diesem Fall noch mit dem Rollo. Ne? Wenn man sagt, ich möchte mit der Außenwelt nichts zu tun haben. Einfach zugemacht. Großes Glasdach, also man kann nicht nur nach vorne rausgucken, sondern auch nach oben, wem das wichtig ist, in die Sterne sozusagen. Und ja, hier hinten eine Klimatisierung noch, kann man mit einstellen, mit einem schönen Display gemacht, gefällt mir sehr gut. Übrigens auch hier, wenn ihr hier mal reinguckt, sieht man hier sehr gut, was ich vorhin erzählt habe, von Boas & Wilkins, dieses typische Markenzeichen, die gelben Membranen. Ne? Also auch hinten mit viel Liebe verarbeitet, wirklich ein tolles Auto. Und man sitzt hier unglaublich bequem. Ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, die Sitze sind echt der Burner. Also in diesem Auto, die Sitze, der Kracher. So, okay, gut, gucken wir im Kofferraum. Und wie sich natürlich in der Klasse gehört, öffnet die Heckklappe elektrisch. Man sieht hier wirklich ein sehr großer, volumiger Raum. Man kriegt einen Haufen Sachen rein. Ist ja manchmal auch nötig, wenn man ein bisschen mehr transportieren muss. Und natürlich, wie sich es gehört, hier drunter noch eine kleine Ablage. In diesem Fall liegt hier das Ladekabel drin für den Plug-in-Hybrid, um natürlich das Auto morgens dann wieder elektrisch geladen zu benutzen. Was ich sehr schön finde, dieses Auto hat eine dritte Sitzreihe. Jetzt macht es für mich auch Sinn, warum gerade im Prenzlberg so viele schwäbische Turbo-Mamas, ihr Noel, Joel und wie sie alle heißen, also ihre fünf Kinder, zum Kinder-Yoga fahren müssen. Weil so eine dritte Sitzreihe macht da nämlich echt Sinn. Das ist übrigens ziemlich einfach zu platzieren. Einmal hier oben dieses Ding ausbauen. So, den entnehmen. Natürlich müsste der komplett raus. Jetzt hier nach vorne gegangen. Na, Tür geöffnet, Klappe runter. Und wenn du jetzt mal von hinten reinguckst, ganz easy gemacht. Klappe auf, Kopfstütze hoch. So, und jetzt kann hier theoretisch die dritte Person sitzen. Also nicht die dritte Person, sondern die dritte Reihe. Ein echt toller Tag mit dem Volvo XC90 T8 geht zu Ende. Ich muss sagen, ein Hammer-Auto. Es ist natürlich Luxus, dementsprechend teuer, aber Hammer verarbeitet, super Performance, super Ideen, Liebe im Detail. Das ganze Paket passt einfach und ich finde, Volvo ist zurück bei den großen Playern und im Premium-Segment. Und warum sind wir gerade hier? Weil das hier nämlich ist der Flughafen Berlin-Brandenburg. Von dem viele glauben, dass er nie fertig wird. Aber Totgesagte leben länger. Und genauso wie man bei Volvo vor 10 Jahren noch gesagt hat, naja, ob es mit denen noch mal was wird, weil Saab hat es ja zum Beispiel nicht geschafft, wird es auch der Flughafen schaffen, weil Volvo hat es geschafft. Volvo ist back. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war nämlich mein letzter Satz. Ansonsten, sharing is caring. Liked mein Video, kommentiert es. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.